Die bitterkalten Wintermonate in den Hügeln um Jerusalem sind besonders hart für verarmte Holocaust-Überlebende wie die 86-jährige Luba Kalkotsky. Ohne die Hilfsorganisation, die sie täglich anruft und sie mit warmer Kleidung und Essen versorgt, käme sie nicht über die Runden. Ich leide an allen möglichen Krankheiten, aber ich kann mir schon lange nicht mehr alle Medikamente leisten, habe nicht einmal genügend Geld, um zu den Arztterminen, den medizinischen Tests und den Behandlungen im Stadtzentrum von Jerusalem zu fahren. Chasdei Nomi, zu Deutsch Nomis Güte, heißt eine der vielen oft ultraorthodoxen Hilfsorganisationen, die notleidende Holocaust-Überlebende mit dem Nötigsten versorgen. Israel Meißler bringt wöchentlich etwa 50 Menschen Lebensmittel, Decken und Heizöfen. Laut einer neuen Umfrage lebt fast die Hälfte der gut 170.000 Holocaust-Überlebenden in Armut. Steigende Lebenserhaltungskosten und die Corona-Krise verschärfen die Situation. Aufgrund der Corona-Situation sehen wir einen dramatischen Anstieg an Hilferufen und gleichzeitig einen Rückgang an Spenden, die wir dringend brauchen. Ein Dilemma. Ein Riesendilemma, aber wir tun, was wir können. Viele, die wir besuchen, haben nicht einmal Familie, die einspringen kann, und der Staat tut leider kaum etwas. Unsere Anfragen an die Regierung blieben unbeantwortet. Die zahlt zwar Holocaust-Überlebenden an der Armutsgrenze bis zu 1200 Euro im Monat, aber ohne die privaten Hilfsorganisationen kämen sie nicht über die Runden. In Tel Aviv bestätigt das Zentrum für Holocaust-Überlebende in Israel. Colette Avital kämpft seit Jahrzehnten für deren Rechte. Letztendlich glaube ich, dass dies nicht die Aufgabe der Hilfsorganisationen und der Zivilgesellschaft ist. Die Verantwortung liegt bei der Regierung. Vor Jahren, als Benjamin Netanyahu Finanzminister war, sagte er mir in einem harten Streitgespräch: Sind wir für den Holocaust verantwortlich? Wir tragen keine Schuld. Sollen sich dort Deutschland um sie kümmern? Heute übernimmt die Regierung mehr Verantwortung und zahlt den Überlebenden knapp 2 Milliarden Euro im Jahr. Doch das ist nicht genug. Und so bleiben es Hilfsorganisationen wie Chasdei Nomi, die den Menschen einen Lebensabend in Würde geben.